Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir sind noch hier beim Tuner, bei der Disziplin Tuner. Und ja, wir haben hier in der letzten Folge mal eben 3 Millionen Punkte in 2 Läufen gemacht. Das war wirklich sensationell. Schaffen wir nicht nochmal. Und ja, jetzt geht es im Halbfinale weiter gegen den nächsten. Und das ist der Leo Garnier. Ich würde ja lieber den Nakamura wirklich selber rauswerfen. Aber wir müssen uns erstmal mit dem Teamkollegen rumplagen. Auf geht's, 21 Punkte müssen wir ja aufholen. In der Meisterschaft, in der Einzelmeisterschaft. Ganz vernünftig bis hierhin. Da war im ersten Sektor, haben wir da schon mal doppelt so viel geholt. Aber bei dem Lauf mit 1,7 Millionen, da lief auch alles wirklich wie verrückt. Aber auch wenn wir hier zweimal um die 1 Million Punkte holen, dann sollte das überhaupt kein Problem sein, weiterzukommen. Und noch haben wir eigentlich keine schwerwiegenden Fehler gemacht, aber ich riskiere jetzt auch nicht alles. Schön dicht vorbei, das gibt nochmal 300.000 fast. Ja, war auch nicht schlecht, ne? 1,5 Millionen. Hinten raus dann doch sehr, sehr viele Punkte. Und ich glaube, ja, da sollten wir lange, lange vorne bleiben jetzt. Es funktioniert mit dem Driften gerade einfach. Also es läuft wirklich alles. Auch hier zweimal, dreimal dicht an den Hindernissen vorbei. Da waren wir jetzt zu aggressiv. Hätte fast noch geklappt, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ich glaube nicht, dass der Garnier hier nochmal vorbeikommt. Und wir können ja immer nach und nachziehen. Wow, fast noch die Kollision. So, und Daumen drücken, dass auch der Nakamura hier es versemmelt. So, das war jetzt übertrieben. Aber der Garnier ist schon lange im Ziel. Und wir sind hier auch schon vorne. Also passiert nichts mehr. Ja, wunderbar. Sehr schön. 3 Millionen. Ah, und der Nakamura gewinnt hier tatsächlich auch das Halbfinale. Das heißt, der wird auf jeden Fall Zweiter werden, besten, also schlechtestenfalls. Das heißt, wir können hier schon mal recht wenig aufholen. Das ist ein bisschen schade. Ja, vielleicht müssen wir da ein bisschen nachhelfen dann im letzten Rennen. Das ist so eh ein Zeitfahren, ne? Bringt uns auch gar nichts. So, auf geht's. Das Finale. Na, das läuft ja schon mal gut. Erstmal schöne blockierende Reifen hier.
So, wir sind vorne. Trotzdem. Trotz der Nullnummer im ersten Sektor. Ein bisschen überdreht, also da ist die Konzentration jetzt gerade ein bisschen weg. Ja, trotzdem Nullnummer im ersten Sektor, immer noch 1,2 Millionen, das ist schon okay gewesen. Puh, und dann wollen wir mal zusehen, dass wir hier auch im Finale im zweiten Lauf die Nase vorn haben. Schon. Ja. Da war auch schon mehr drin. Ah, hier jetzt weit raus. Schade. Und der Nakamura ist derzeit vorne. Aber wir können natürlich immer noch so ein bisschen nachholen. Jetzt wird es aber doch zu fehleranfällig. Jetzt müssen wir doch nochmal richtig Action hier. Oh, nee, 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 nee. Ach was, Dreher? Wegen das? Das ist ja Blödsinn. So, und wir müssen nochmal einen richtig gut machen. Ich weiß nicht, wie viel Vorsprung der hat, aber der muss nochmal sitzen hier. Ansonsten haben wir es hergeschenkt. 329.000, das reicht, um noch vorbeizugehen. Sehr schön. Also, sehr zwei durchwachsene Läufe. Da war aber auch irgendwie die Luft schon so ein bisschen raus. Als ich gemerkt habe, dass der Nakamura halt unser Finalgegner ist. Ja. Also doch relativ deutlich hier am Ende. 5 Punkte allerdings nur aufgeholt. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Dritter Platz sind wir jetzt im Gesamten. 5 Punkte hinter Garnier, 16 hinter Nakamura. Und ja, da heißt es natürlich jetzt, möglichst das Ganze wieder aufzuholen irgendwie. Oh, und auch das wird eng mit Level 9. Da kommen jetzt noch die Sponsorenpunkte drauf. Das ist bestimmt ein halbes Level, aber das wird schwer. Da jetzt Erster zu werden. Wir haben noch ein Rennen. Ja, Siebkurs in Sepang ist jetzt nichts Aufregendes. Ja, und da müssen wir natürlich gewinnen. Aber wir können es auch so direkt nicht verhindern, dass der Nakamura hier ein gutes Ergebnis erzielt. Da würde ich sogar fast hoffen, dass der Zweiter wird hinter uns, damit wir hier auf jeden Fall noch den Leo Garnier schnappen können. Ja, auf geht's. 5 Runden das Ganze. Du fährst eine tolle Saison. Im Moment bist du auf Tabellenplatz 3. Achtung, kann sein, dass du überholen. Erstmal alle 3 Anzeigen auf Orange gestellt. Das ist ja super. Nee, das war schon hier. Bisschen überraschend die Kurve. No.
erste Runde war, glaube ich, okay. Mal gucken, was gleich die beiden hinter uns dafür Zeiten noch reinhauen. Wenn du diese Runde eine Sekunde schneller fährst, ja, machst du einen Platz gut. Oh, doch, deutlich zu spät auf der Bremse. Also müssen wir schon bei 150 oder 125 in die Eisen gehen. Eine Sekunde hier im ersten Sektor. Nach 12 Sekunden haben wir hier gut gemacht. Das müssen wir jetzt mit ins Ziel nehmen. Ja, sehr schön erwischt die Kurve. Vorsprung sollte größer werden. Das war nix. Und unser Teamkollege ist tatsächlich auf dem siebten Platz. Was ist da los? So, ist das die Bestzeit erstmal? Sie ist es, 7/10. Bisschen weit raus, deswegen auch die halbe Sekunde, die wir hier verloren haben. Ah, das wird wohl keine Bestzeit werden hier. Damit versauen wir uns dann quasi schon die nächste Runde, deswegen müssen wir hier mal so ein bisschen vom Gas gehen. So. Zwei Runden noch, aber ich glaube, unsere Bestzeit ist relativ safe. Das macht es auch nicht besser, wenn hier so viel Verkehr ist. Aber wir sind ganz gut dran. Ah, das hat natürlich jetzt Zeit gekostet. Ja, 1,5 Sekunden. Auf einmal dahinter. So, Kollege, tut mir leid, aber ich muss wirklich vorbei. So, geben wir dem noch ein bisschen Windschatten. Ich glaube, der war sowieso weg. So, und letzte Runde nochmal. Ja, ein bisschen schwerfällig auf dem Tempo, auf dem Gas wieder gewesen, aber war noch okay. Sekunde. Na, da ist vielleicht sogar noch was drin. Das wird wahrscheinlich eine halbe Sekunde sein, die wir hier jetzt Rückstand haben werden. Aber trotzdem, Platz 1 sollte uns nicht mehr zu nehmen sein. Und das ist doch okay.
Ja, trotzdem reicht es nicht, um ihn einzuholen. Aber Zweiter sind wir und Vierter hier. Das ist alles okay. Hätte schlimmer laufen können. Ein paar Sponsorenziele zu erreichen, das bringt dir mehr EP. Oh, aber ich glaube, es wird nicht reichen mit den Sponsorenzielen. Das wird jetzt nochmal abgerechnet am Ende und das wird nicht reichen. Nein. So kannst du auf höchstem Niveau mithalten. Also auch da müssen wir dann nochmal nachbessern. Wir haben allerdings hier zweiter Platz und erster Platz die Trophäen. Das war okay. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit den Street Events. Und wir müssen tatsächlich hier bisher bei jeder Disziplin nochmal nachbessern, um auf Level 9 zu kommen. Ich schätze, die einzige, wo wir nicht nachbessern müssen, das wird Street sein, weil da werden wir mit Sicherheit hier auch nach einer kurzen Saison dann auf Level 9 sein. Und danach machen wir dann die einzelnen möglichst kurze Saisons, damit wir danach dann möglichst schnell anfangen können mit der nächsten Masters Trophy. Ich sag danke fürs Zuschauen, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Und ja, freue mich natürlich über jeden Daumen hoch. Bis dann, macht's gut. Hier bei Grid Autosport.